es gab eigentlich kein Verständnis dafür, dass diese Personen flüchten wollten oder geflüchtet sind. Ich muss heute sagen, ich bedauere es natürlich, sagen wir, dass so viele Personen bei diesen Fluchtversuchen auch erschossen wurden. Aber es war offiziell bekannt, dass die Grenze militärisch bewacht wird und jeder Fluchtversuch unterbunden wird, auch mit Schuss, mit Anwendung der Schusswaffe. Ja. Und wenn dort also Leute es trotzdem versucht haben, sind sie davon ausgegangen oder haben damit gerechnet, dass sie beschossen werden müssen. Der spektakulärste Grenzübertritt oder Grenzverletzung war eigentlich der LKW, der am 10.3., kurz vor der Wende muss man sagen, das ist eigentlich schade drum, aber am 10. März 1988 ist ein LKW durchgefahren oder über die Brücke gefahren und ist dann auf Westberliner Seite unterhalb der großen Neugierde am Schloss Klinike völlig zerstört und ramponiert dort auch zum Stehen gekommen. Mag zwar ein bisschen ketzerisch jetzt hier sich anhören, aber dort wurden die Genossen, die also tagtäglich dort gearbeitet haben, die haben dann eben dienstfrei bekommen und dann haben unsere Vorgesetzten praktisch die Kontrollstelle besetzt, um das eben selber hautnah mitzubekommen. Denn wir hatten an und für sich mit diesen Agentenaustauschen nicht allzu viel zu tun. Das fand eben statt zwischen den amerikanischen Botschafter und dem Rechtsanwalt Vogel. Und alles andere waren nur Zaungäste dort, ja. Mit der Klinikerbrücke war auch noch eine andere Besonderheit im Gang. Unsere vorgesetzte Dienststelle, der alle Grenzübergangsstellen im Bezirk Potsdam unterstanden, saß direkt gegenüber der Klinikerbrücke. Und wir auf der Klinikerbrücke waren wie auf so einem Präsentierteller. Und wenn wir mal falsch gelaufen sind, dann wurde dort unser Leiter angerufen und der hat uns dann wieder zusammengestaucht, dass wir doch vernünftig uns auf der Brücke bewegen sollten, sodass uns also klar war, dass wir also dort auch ständig noch unter Beobachtung waren. Wir hatten die Möglichkeit, bis vor zu dieser weißen Linie zu gehen und uns dort aufzuhalten in diesem Bereich. Ich bin auch öfters gefragt worden, warum ich da nicht rübergegangen bin. Bloß warum hätte ich dort drüber gehen sollen? Ich hatte mein Einkommen und meine Familie hier in Potsdam mit Frau und drei Kindern. Wenn ich dort alleine rübergegangen wäre, das war mir bewusst, dass dann meine Familie, also die Frau und die Kinder, die ja dann ja nicht mit hinterher konnten, hier bestimmten Repressalien ausgesetzt wären. Ich hatte mal einen sehr guten Freund und wir haben uns dann abends unterhalten und ich war dann der Meinung, dass wir doch zufrieden sein sollten, dass es eben so friedlich abgelaufen ist, diese ganze Wende und, oder dieser Mauerfall und dass eben nicht geschossen wurde oder dass es keine Toten dabei gegeben hat. Und da hat mein bester Freund mich eigentlich rausgeschmissen aus seiner Wohnung. Hat er gesagt, du bist kein Kommunist mehr für mich, die hätte man alle erschießen müssen. Ja. Solche Sachen gab es auch. Ja. Bloß mal so am Rande. Aber wie gesagt, als wir dort gestanden haben an der Klinikerbrücke, es war natürlich dann doch, weil es eben so friedlich ausging, auch eine erleichterte Geschichte. Und die haben uns, es war auch nicht feindlich, als die Leute dann wieder zurückgekommen sind aus West-Berlin.
Selbst dort sind wir nicht angefeindet worden. Im Gegenteil, die haben uns sogar noch von dem, was sie in West-Berlin geschenkt bekommen haben, ich hatte gesagt, vorhin Cola-Dosen, Getränkedosen, Zigaretten, haben uns von diesen Geschenken noch was abgegeben, aus Freude, ja. Na, wir warten. Schwierig zu sagen, was man erwartet. Auf jeden Fall nicht wieder zuzulassen, dass Brücken zum Hindernis werden.